Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen hier im Königreich England und wir schauen hier auf zwei Männer, die die Gelegenheit nutzen wollen. Die Gelegenheit, dass unser König Wulf abwesend ist in einem, wie es mittlerweile aussieht, weiteren aussichtslosen Kreuzzug in Jerusalem. Das ist der, ja, Jarl, der nennt sich schon Kleinkönig Frothi und sein Onkel Edwig. Frothi will etwas aus England herausbrechen, für sich erobern und Edwig will wieder König der Bretagne werden. Und ja, darum muss sich unser König kümmern. Und er kann natürlich seine Armeen jetzt irgendwie auch nicht, ja, irgendwie duplizieren oder dergleichen. Er muss sich überlegen, wie er und wo er kämpft. Hier hat er ein paar Männer schon in der Bretagne gelassen zur Unterstützung seiner jungen Nichte. Und es gibt noch ein paar Verbündete, die er holen könnte, unter anderem unseren Schwager, der König von Aquitanien. Und wie es aussieht, er hat im Momentan Zeit. Das wäre ganz gut. Ihn rufen wir mal in diesen Krieg. Dann haben wir noch König Arnulf von Böhmen. Er ist selbst beschäftigt in diesem Krieg, in dem wir ihn offiziell unterstützen, wo es aber auch so ganz gut aussieht. Ich denke, ihn werden wir nicht fragen. Er hat seinen eigenen Krieg am Hacken. Der König von Friesland, auch ein Nachbar von der anderen Seite des Kanals, aber auch ihn können wir um Unterstützung bitten. Er hat frei, wenn man so will, ist auch nicht beteiligt an diesem Kreuzzug. Und zu guter Letzt gibt es noch, ja, unseren ehemaligen Vasallen, König Offaig vom Piktenland, den Piktenkönig, den schottischen König. Er hat aber auch keine Männer mehr eigentlich, also 15 irgendwie, ist in diesen Kreuzzug verwickelt. Da werden wir dann nicht nachfragen, wenn wir mal schauen, was wir hier machen. Und ich denke, am Ende des Tages ist es aber doch so, dass unser König sein Königreich als Verwalter, als gerechter König, ist ihm sein Königreich doch am wichtigsten. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er dieses mittlerweile, ja, hoffnungslose Unterfangen, wie es aussieht. Wir schauen mal gerade, ob wir hier noch Lösegeld irgendwie fordern können. Das sieht nicht so aus. Aber dieses, ja, wie es sich leider rauskristallisiert, wieder einmal hoffnungslose Unterfangen irgendwo aufgibt. Denn sein Königreich ist ihm selbstverständlich wichtiger und sich entsprechend mal auf den Weg macht, um dann sein Königreich zu verteidigen. Ich meine, was, wenn nicht das ist die Hauptaufgabe für ihn als König? Wir können aber auch ein weiteres Dynastievermächtnis wählen und das haben wir relativ lange nicht mehr gemacht. Und ich denke, hier ist nach unseren Hausregeln, wo wir auch schauen, wofür war jetzt die Dynastie unserer Sirdesing so in den letzten Jahren besonders bekannt? Auch wenn wir da nochmal die Zeit von Wulfs Vater, von Wulfnoth, mit einfließen lassen. Auch er war ja ein großer Diplomat und ich denke, auch ihm ging es am Ende des Tages durchaus auch um solide Verwaltung, gerechte Herrschaft. Und das hat sein Sohn ja im Grunde nochmal auch weitergeführt, also vor allem die solide Verwaltung. Und entsprechend denke ich, das passt ganz gut mit den treuen Magistraten. Dadurch werden Titelschaffungskosten reduziert und der Kontrollzuwachs ist erhöht. Also etwas, was hier weiter auch in Richtung Verwaltung geht. Das werden wir also freischalten. Ja, und dann werden wir schauen. Wir können die Zeit weiterlaufen lassen und dann der Dinge harren, die da kommen. Der König André von Aquitanien hebt da schon seine Männer aus. Er wird uns unterstützen und Gilbert von Friesland wird es ganz genauso tun. So, wir sind jetzt hier gerade dabei und unterstützen bei dieser Belagerung. Zusätzliche Steuern, sehr gut. Nein, Mo nein. Oh Gott. Hat unser König hier gerade noch all seine Männer verloren? Oh Hilfe. Tatsächlich. Die Flucht hier ist nicht mehr gelungen. Und 9000, über 9000
englische Soldaten sind jetzt hier in der Wüste, hier an der Küste, tja, vielleicht am Ende fliehend auf ihr Schiff am Rande des Nildeltas gefallen. Um Gottes Willen. Dabei wollten sie sich gerade auf den Heimweg machen. Und damit werden wir die Unterstützung unserer Verbündeten, warum das uns jetzt hier nochmal angezeigt wird, weiß ich nicht, noch viel stärker brauchen. Und wir können auch Hausmitglieder rufen. Ich bin gespannt. Ja, er wird nicht annehmen, weil wir gegen ihn aktuell in einem Krieg kämpfen und weil er eine schlechte Meinung von uns hat. Sie ist selbst beschäftigt. Und unsere kleine Nichte aus Wales, ja, sie könnte uns noch unterstützen gegen die Nordmänner. Oh, Hilfe. Da werden wir jetzt aktuell tatsächlich jede Hilfe benötigen. Oh mein Gott. Komplett geschlagen, die englische Armee. Sie ist dabei, Königin Blair. Und wir haben ein Geheimnis von Hextilda erfahren. Sie ist eine Hexe. Unsere Enkelin. Tochter des Inver. Wahrlich keine Schönheit. Gut, ich glaube, das ist eine sehr, sehr entfernte Verwandte. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Was machen wir hier? Können wir hier erfolgreich kämpfen? Macht das Sinn? Ist ja unser bester Befehlshaber. Na, wir können auch den Herzog wählen, aber. Ja, und East Riding wird jetzt schon belagert, da sind sie schon, die Nordmänner. Aber im Moment können wir denen nichts entgegenstellen. Hier ist jetzt noch die Armee von Amsterdam, die uns aber hier nicht helfen wird. Oder können wir ihn noch kurz. Können wir ihn auch zu diesem Krieg hinzuführen? Nein, da sind wir ja selbst nur Verbündeter, ne? Die würden da nicht mitkämpfen. Die werden da nicht mitkämpfen. Er flieht jetzt. Ja, und hier ist die Hügelverteidigung und dergleichen. Da haben wir keine Chance. Ne, müssen wir uns später wieder zuwenden. Wir müssen jetzt hier in Richtung der Nordmänner ziehen. Es hilft alles nichts. Und dann aber hoffen, dass unsere Verbündeten hier sind, auch noch ein paar unterwegs, sich dann um uns scharren. Und hier gibt es jetzt lollardische Populisten in Irland. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommen die Dinge zusammen. Und es geht um vertriebene Leibeigene. Das Earltum von Dublin wird hier überschwemmt von Flüchtlingen aus dem benachbarten Earltum von Ossory. Angeblich fliehen sie vor der grausamen Herrschaft, die mein Schwiegersohn Herzog Leofeld. Unsere Tochter ist mittlerweile krank. Mir geht's eigentlich gut. Auch gelinderte Krankheit. Symptome. Wer wäre denn nächster? Zenret, unser Bruder, wäre dann nächster König von England. Auf jeden Fall fliehen sie vor seiner grausamen Herrschaft und sie möchten lieber in meiner Domäne leben als in seiner. Rechtlich gesehen sind sie immer noch in der Knechtschaft von Leofeld, aber wenn ich es zulasse, dass sie sich in meinen Ländereien niederlassen, hat er so gut wie keine Möglichkeit zu beweisen, dass sie tatsächlich seine Leibeigenen sind. Sie an ihn zurückzuführen, ja, wenn er sie nicht gut verwaltet.
Führe die Leibeigenen zurück, aber nicht ohne Leofeld streng zu tadeln. Ich denke, das passt am ehesten zu unserem König. Immerhin ist er unser Schwiegersohn und vielleicht werden wir ihm eine Lektion in Sachen Verwaltung erteilen. So, wir gehen jetzt hier auf die Schiffe. Was machen unsere Verbündeten? Wo lauft ihr denn jetzt hin? Alleine können wir da nichts werden. Und das Bündnis ist ausgelaufen mit dem Piktenkönig, der jetzt verstorben ist, Orfeig. An Altersschwäche am Ende des Tages. Geerbt hat sein ältester Sohn, König Karadaig, Sohn des Orfeig, neuer König des Piktenlandes. Mit ihm haben wir kein Bündnis mehr, aber noch Rechnungen offen. Aber das ist momentan weit entfernte Zukunftsmusik. Im Moment, was machen die denn jetzt? Warum laufen die da unten rum? Also diese Schleife war jetzt komplett unnötig. Wir stehen jetzt hier, können nichts weiter tun. Wir können mal gucken in der Zwischenzeit, ob wir nochmal wieder was ausheben können. 2 Monate fehlen und es gibt ein Ereignis bei Hofe. Eine wandernde Dame. Ein blasses Individuum, das aussieht, als hätte es sein gesamtes Leben im Untergrund verbracht, lauert in der Ecke meines Thronsaals. Da fragt man sich, wie kommt die da rein? Ich habe gehört, ihr möchtet einen Geheimgang bauen lassen. Ich kann jeden noch so verrückten Wunsch erfüllen, den euer finsteres Herz für diesen Gang hegt. Was hat sie denn von unserem König gehört? Nein. Warum verliert er Hofpracht, wenn er sagt, ich betrete und verlasse Zimmer nur durch die Vordertür? Nein, also da hat unser König keinerlei Ambition, hier irgendwelche geheimen Gänge in seiner Burg zu bauen, definitiv nicht. So, dieser Krieg, an dem wir uns jetzt ganz hervorragend nicht beteiligt haben, ist zum Glück bald zu Ende, nämlich jetzt, wunderbar. Und hier werden dann doch noch mal ein paar Mannen ausgehoben. Und ein weiterer Verwaltungsvorzug ist auch wählbar. Verteidigungsplanung im aktuellen Kontext mit diesen Nordmännern, die im Moment mal eine echte Bedrohung darstellen. Oh nein. Und König André von Aquitanien wird angegriffen, gerade jetzt, wo wir ihn brauchen. Was war denn jetzt mit unserem böhmischen Freund? Das sein Wappen? Ja. Jetzt können wir ihn hier auch noch mit an unsere Seite rufen. Und ich denke, auch da werden wir ihn brauchen. Wir werden natürlich auch diesen Krieg hier annehmen in Aquitanien, aber ich hoffe, dass die nicht umkehren. Sprach er und sie machten auf dem Stiefelabsatz kehrt. Okay, die Männer aus Böhmen sind dabei. Wir können doch einige hier wieder ausheben, Gott sei Dank. Und der Kreuzzug ist wieder in einer furchtbaren Niederlage geendet. St. Georg hat uns verlassen. St. Georg schickte seine Krieger, doch sie fanden nur Tod und Demütigung ein weiteres Mal an den Toren von Jerusalem. Der Heilige Krieg, den Papst Sergius so eifrig ausgerufen unterstützt hatte, endete in einer katastrophalen Niederlage. Ja, auch für unsere Männer aus England, die den Gläubigen nur geschadet hat. Dies wird sicherlich weitere Gotteslästerer und Ungläubige dazu ermutigen, sich noch mehr von dem Glauben abzuwenden. Wird es auch hier in England den Lollarden wieder Aufwind geben?
Herzog Efsic ist jetzt hier diesem Krieg beigetreten. Er hat jetzt hier gerade alle Männer leider besiegt. Unserer Nichte. Aber da können wir im Moment nichts machen. So, wo sind die Männer aus Friesland da? Die Sammlung hier ist jetzt abgeschlossen. 6000 Mann. Mit einem ganz guten Befehlshaber. Können wir es uns schon erlauben, dort rein zu marschieren? Können wir vielleicht irgendwo hingehen, wo wir keine Zermürbung haben, und dann warten wir dort noch auf unseren Verbündeten. Und unser Nachbar wird angegriffen, ein Befreiungskrieg, der neue König des Piktenlandes. So, die bleiben jetzt da stehen, okay. Dann marschieren wir und sie versuchen zu fliehen, werden da aber nicht erfolgreich sein. Und damit sieht es dann am Ende des Tages doch ganz gut aus. Auch wenn das in diesem Fall definitiv nicht einfach war. Wir können die Forderung erzwingen und haben die Nordmänner hier ein weiteres Mal in die Flucht schlagen können. So, und jetzt wird es aber an der Zeit. Schauen uns hier die Kriege mal an. 8000 Mann sind das. Gedanke war gerade, unsere Armee ein klein wenig zu verkleinern. Die werden wir mal auflösen. Muss ja nicht größer sein als notwendig, um dann hier kämpfen zu können. Aber es macht auch keinen Sinn, da dann voll reinzugehen mit unserem Verschiffungsmalus. Wir schauen nochmal auf unseren Rat. Auch soweit alles noch in Ordnung. Die richtigen Aufgaben sind hier verteilt. Okay, dann können wir uns jetzt hier wieder an die Seite unserer Nichte begeben, um sie hier weiterhin zu unterstützen. Ich denke, am Ende des Tages ist es aber dann doch sinnvoller, zuerst eine Schlacht zu schlagen. Wir werden hier an Land gehen, dann unseren Verschiffungsmalus ein klein wenig abwarten und dann die Schlacht durchsuchen. So, 12 Tage. Wir haben den Malus noch 16. Bleiben wir noch einen Moment stehen. 9 Tage. Jetzt müsste das passen, die Belagerung. Noch 16. Wenn wir Glück haben, können wir. Ja, sehr gut. Wir können es noch unterbinden. Und wir erwischen sie sogar. Und gehen dann hier jetzt mit dem Vorteil rein. Sehr, sehr gut. Und damit ist hier auch 100% erreicht. Und können wir direkt weiter marschieren. Wo sind denn die Kriegsgegner? Hier aus Aquitanien. Uiuiui, das ist aber ein weiter Weg. Wir warten mal, dass unsere Nichte hier den Krieg beendet. Ja, wunderbar. So sei es. Und damit hat sie ehrlicherweise die Möglichkeit, sich jetzt hier wirklich zu stärken. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, ob sie die Möglichkeit hat, ob sie jetzt hier ihm Titel entziehen kann. Das würde auf jeden Fall ihre Stellung festigen. So, wir werden auch überfallen. Okay, das ist aber lange her. Achso, eine Sache, die mir noch aufgefallen war, schaut mal, es gibt ein Königreich Egulapinslök. Schwingen die sich auf, König von ganz Norwegen zu werden vielleicht? Das Jarltum Uplönd unter den Hede ist hier noch relativ stark und Gulapinslök. Mal schauen, also da könnte sich vielleicht ein norwegisches Königreich irgendwann mal formen in nächster Zeit. Und es meldet sich. Aha, unser Schwiegersohn
Er bietet unserem Ratskanzler Prinz Sigaret bereits einige Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ja, dann ist das doch schön. Können wir jetzt hier Lösegeld fordern? Ja. Dieser Graf. 50 Gold. Oder können wir ihn übergeben? Nee, dann werden wir hier das Gold fordern. Dieser Krieg war teuer genug. Und hier ist noch ein Bürgermeister. Oh, er stirbt auch. Er muss schnell das Lösegeld annehmen. Kann er wenigstens als freier Mann sterben. So, Versorgung müssen wir so ein bisschen im Blick haben. Sehr gut, dieses Lösegeld ist akzeptiert. Ich denke, wir werden aber als erstes auch mal die Schlachten suchen. Sie müssen noch 5 Monate belagern. Die Schlacht findet schon relativ bald statt. Und es kann wieder Hof gehalten werden, aber im Moment... Ah, und Edwig hat jetzt den Kerker verlassen und ist aber alle Titel los. Sie hat ihm tatsächlich hier das Herzogtum der Bretagne und auch, ich glaube, dieses Earltum war bisher noch seines. Von wann? Auch das hat sie ihm abgenommen. So, sie versuchen sie hier zu formieren, um zu fliehen. Wir haben sogar Schulden. Sind aber nicht schwach. Wenn wir die da jetzt noch mit reinkommen. Ja, aber schaut mal, auch mit unserem Kriegsvolk sind wir hier klar im Vorteil. Aber hier kommt noch eine. Aber die marschieren vorbei. Na, ein Glück. Okay, hier sind wir mal erfolgreich gewesen. Wo sind eigentlich unsere Verbündeten? Die laufen da oben rum. Okay. In Hochburgund. Ja, ich denke mal, wo wir schon mal hier sind, werden wir dann hier die Belagerung anstrengen. Fünf Monate Versorgung. Ja, minus 5 im Monat. Oh, und unsere Hoftutorin ist gestorben. Mit 70 Jahren. Tannetlone. Da müssen wir natürlich mal schauen. Haben wir dort jemanden fähigen? Unsere Hofärztin. Die unserem König ja schon mal Avancen gemacht hat. Sie ist tatsächlich gut geeignet. Ich denke, sie werden wir hier einsetzen. So, was sind das hier noch für Gefangene? Hier ist noch ein Graf. Seit 3 Jahren schon hoch. Na, das wird wohl mal Zeit. Er hat kein Geld. Ach, er gehört jetzt zu ihr. Okay, dann werden wir ihn hier für ein schwaches Druckmittel freilassen. Du bist irgendjemand Unbedeutendes, hast auch kein Geld. Oh, du bist aber ein hervorragender Verwalter. Ich denke, da könnte unser König Interesse haben. Den wird er mal an seinen Hof rekrutieren. So, wollen Sie hier eine Schlacht führen? Müssen wir da irgendwie unterstützen? Weil gegen beide hat er eigentlich keine Chance, aber die koordinieren sich nicht besonders gut. Jetzt kommt er da runter marschiert. Hat er hier fertig belagert? Scheint so. Ja, und wir mittlerweile ein kleines Versorgungsproblem auch. Und der nächste Krieg, ein Unabhängigkeitskrieg. Ach. Und unsere Rivalin, die Mörderin unseres Hundes, erinnert ihr euch? Sie ist jetzt in irgendeinem Krieg gefangen genommen worden, bei der Belagerung von Lautern, vom König von Ostfranken.
Wir können ihn nicht anfragen. Wir können dafür sorgen, dass sie exkommuniziert wird. Aber ist das unserem König das wert? 500 Frömmigkeit dafür einzusetzen. Irgendwo in einem ostfränkischen Kerker ist sie. Das geschieht ihr recht, da bringt ihr flauschiger Teppich auch nichts mehr. So, vielleicht können wir hier was Entscheidendes erreichen. Na toll, jetzt ist sie wieder freigelassen. Also können wir da nichts erreichen. Und wir haben hier eine wertvolle Geisel gemacht. Oha, woher hat er so viel Geld? Ist sie relevant für den Kriegsstand? Nein. Hier haben wir jetzt erfolgreich belagert, dann sollten wir hier vielleicht nochmal eine Schlacht suchen. Bevor das Thema Versorgung dann noch ein größeres wird. Sie trennen sich hier sogar auf. Das ist interessant. Nein, doch nicht. Hier verteidigen sie eine Furt, ja, zwischen den beiden Bergen. Das ist unschön. Und jetzt werden wir hier überfallen mit 4000 Mann. Oh Gott, die sind schon durch die ganze Bretagne gezogen. Der König von Novgorod, der ist aber weit gereist. Tja, da können wir momentan auch nichts machen. Und hier geht es von Kent ausgehend Anspruch auf die Grafschaft von Pravia. Mhm. Gegen Burgund, ja, sehr interessant. Hier auf der Iberischen Halbinsel. Erreichen wir sie hier noch? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Wäre auch besser. Erreichen wir sie hier? Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Ist knapp zu unserem Vorteil. Okay, und dann konnten wir hier ganz gut noch etwas beitragen. Es geht hier um einen Religionskrieg um das Herzogtum Leon. Der ist entschieden. Schaut euch das an, dieses Reich. Das Malikat Azizid. Ja, hier, um die Region ging's. Wow, starker muslimischer Herrscher hier auf der Iberischen Halbinsel. Und der Papst schickt uns immer hier ins ferne Jerusalem. Nun gut, wir werden schauen in der nächsten Folge, wie wir hier in diesem Krieg dann weiter unterstützen können. Hof halten muss unser König und unsere Armee muss unbedingt auch Versorgung aufnehmen. Aber das dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.